So, hallo, willkommen zurück, Leute, bei Penumbra Ouvertüre. Ja, ich habe immer noch nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier weiterkomme. Oh, Riesenlag. Haben wir es gleich. Na los, mach schon. Hör auf, so zu... Wieso laggt es jetzt gerade? Oh, Moment. Hat es sich jetzt beruhigt? Ja, es hat sich beruhigt. Einigermaßen. Ja, es scheint sich jetzt beruhigt zu haben. Wie krass. Die Abdeckung des Belüftungsschachtes. Kann ich den nicht irgendwie mit dem Hammer... Moment. Joa, die ging kaputt. Oh. Oh, hier geht es also auch nicht entlang. Vielleicht... Moment, hier ist doch auch noch so eins. Dieser Belüftungsschacht muss bis zum Lagerraum führen. Schaut mir sehr, sehr eng aus. Dort würde ich mich nur unsäust ungern hineinzwängen. Naja, egal. Vielleicht sollte ich den trotzdem mal öffnen gehen. Moment, das war nicht hier, das war hier. Flackernde Lichter waren noch nie mein... Okay, hier geht's aber nicht entlang. Na egal, ich bin mir irgendwie sicher, falls hier irgendwas Böses auftauchen sollte. Oha, da hoch... Ah, jetzt verstehe ich, wieso dieser Kran da ist. Wieso ist mir das nicht gestern Abend eingefallen? Na egal. Jetzt ist es auch mehr oder weniger egal. Ziehen wir das hier mal hoch. So, hier. So, das sollte gut sein. So, auf jeden Fall, mir ist das gestern Abend wohl einfach nicht eingefallen, weil ich wieder ziemlich Hirnkrebs hatte oder irgendwie sonst eine Behinderung im Kopf. Naja, wenigstens ist es mir jetzt eingefallen. So, ziehen wir das ein wenig weiter nach unten. Oh, wieder so übelster Lag-Angriff. Boah, was ist denn heute los mit diesem Scheißteil, ey? Gestern Abend funktionierte das noch recht ohne Lags und so. So. So, und jetzt sollten wir eigentlich hier rüberkommen. Nein. Okay. Na, ja, So, so, jetzt sind wir schön hier hochgekommen und jetzt sollte es eigentlich weitergehen. Hurra! Spitzhacke. So, und ich denke, ich glaube nicht, dass ich hier oben irgendwie irgendwelche Monster begegnen werde. Darauf bin ich nämlich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gefasst und ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass hier was Böses ist. Das Gefühl hat sich irgendwie von selbst dezimiert, wenn man so sagen kann. Benzin. Jetzt hätten wir das auch. So, ich würde sagen, da können wir jetzt wieder hoch. Wäre irgendwie logisch. Was können... Gibt es hier noch was zu schauen? Nee. Und dann wieder ab durch den Lüftungsschacht. Nein. Nein. Bleib. Schön. Irgendwie. Nein. Nicht so. Moment. Können wir das so benutzen, um das Stück hier zu stabilisieren? Nein. So. Los. Nein. Nein, 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 nein. Nicht so. Oh, na los. Haben wir es denn bald? So. Nein. Das ist nicht gut. So und so. So, ja, das hat gereicht. Ich denke, das war's jetzt. Jetzt haben wir Benzin und den großen Schlüssel. Was müssen wir jetzt machen? Wie Red bereits gesagt hat, hinter den Zaun zu meiner Rechten sollte eine Öffnung zu einem Tunnel sein, der tief an die Mine hineinführt. Das heißt, wir sind ja eigentlich fertig jetzt. So. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schön aus dem Lagerraum raus zu diesem Teil, wo wir fliegen können. Oder eher bohren können. Moment, Red hat irgendetwas mit Metallungeheuer gesagt, das bohren kann. Okay, dort hinten ist ein Kläffer. Da hinten ist er. So.
komm her, Hundi. Bam. Los, stirb, dummer Hund. Ist er tot? Ja, er ist tot. Hoho, dummer Hund. So, wieso habe ich das nicht schon gestern gemacht? Ha. Was zum Henker, Teufel, Buddha, Jesus. Muss ich das jetzt hier hinbringen? Wo muss ich jetzt eigentlich hin, um das zu aktivieren, was Red da gesagt hat? Das leuchtet mir nicht so richtig ein. Hm. Also da hoch gehst sicher nicht noch einmal. Hier ist auch nichts. Hier ist nochmal ein Speicherplatz. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen, aber echt nicht. Wer würde sich schon auch daran gewöhnen? Beleuchtungsschacht. Okay. Und jetzt mal schön hier entlang. Okay, der Hundi sollte, der Hund sollte eigentlich tot sein jetzt. Das beruhigt mich ja. Ja, Sprachfehler. Beruhigt mich ja einigermaßen. So. Hier ist, glaube ich, noch ein Kläffer. Los, komm her. Dich töte ich jetzt auch. Weil ich es einfach drauf habe. Los, komm her. Autsch, er hat mich gebissen. Autsch, er hat mich noch... Oh, scheiße, er hat mich getötet. Dieses Scheißteil. Oh. Komm her, Hund. Das gibt Rache. Da, warte du jetzt nur. Sobald ich dich jetzt gefunden habe, Hund. Hier bist du ja. So, und jetzt stirb. Na warte, du stirbst. Stirb. Moment, wir heilen uns. Oh, sag jetzt bloß, der ruft um Hilfe. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, schnell raus hier. Oh, da waren jetzt zwei Hunde, Leute. Puh. Bäh. 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 Das hat mir jetzt echt überhaupt nicht gefallen. Ich kann meine Arme und Beine kaum noch spüren. Ich stecke in ernsthaften Schwierigkeiten. Oh Gott. Sind die jetzt noch da? Irgendwie scheinen die Tiere weg zu sein. Schauen wir uns einfach mal ganz locker den Rest hier an. Ich verliere Blut, aber noch geht's mir gut. Das hat sich gereimt. So, hier scheint jetzt kein Kläffer mehr vorhanden über zu sein. Hockt hier noch einer rum? Ja. Da, er hat mich sogar gesehen. Naja, wir heilen uns jetzt einfach. Und, bam. Stirb. Okay, der hier ist auch tot. Och, wie wir jetzt auf dem Kriegspfad gegenüber diesen Scheißhunden sind. Das gefällt mir recht gut. Wie komme ich da entlang? Auxiliary Shaft. Gibt es da nicht irgendwie einen Weg, wie ich rüberkomme? Moment. Muss ich hier vielleicht irgendwie rüberklettern? Autsch, nein. Ey, hier ist ja perfekt, um vor diesen scheiß Kötern abzuhauen. Wieso komme ich nicht... Na, wieso komme ich erst immer wieder zu spät auf solche Ideen? Die Tür wurde verbarrikadiert, aber was ist aus der Person auf der anderen Seite geworden? Autsch. Finden wir jetzt hier irgendwie irgendetwas? Nein, auch wieder nur dieses Dings da. Toolshed. Ist hier entlang.
weiter hier entlang, durch die Düse, durch diese dunkle Mine, führt dieser Pfad hier zum Toolschaft. Hier können wir auch nichts tun, ja, ist ja mal echt klasse. Durch diese Mine führt ein Weg und der heißt Tod. Alles ist so dunkel und wir sind gleich tot. Hier gibt es Hunde, die beißen. Die machen mir sehr viel Angst. Okay, wie komme ich denn da hier durch? Hier muss es doch irgendwie einen Weg da durchgeben. Na los, Säge. Ja, mit der Säge geht's. Geil. Rumsch, rums, rums. So. Was? Ach, ich lasse hier mal die Tür offen. Was? Was denn? Na los, kommt schon. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Na los, macht nicht nur Krach, sondern tut auch was. Was ist das? Vorsicht, Wachhunde. Okay. Das heißt... Köter! Oh Gott, da ist einer. Ist hier auch einer? Nein, hier ist es eher ruhig. Okay. Köter, ist ja auch noch einer von euch. Scheißhunde. Kleinen Drecksäcke. So, ich bin jetzt hier und ich glaube, ich muss dahin. Okay, ich denke, es ist eh nur ein Hund. Los, komm her. Bam. Bam. Was? Was denn? Na, Barta. Diese Hunde, ey. So, ins Maul. Na los, komm her. Komm her, komm her. Hast du einen Freund hier? Na, nein, du bist ganz alleine hier. Was? Doch, hier war noch ein zweiter Hund. Was? Egal, komm her. Komm her, du kleiner Scheißkläffer, ey. Nein, nein, geh nicht den Freund da rufen. Er ist tot. So. So, das Problem wäre erledigt. Ist hier noch einer? Was? Der hat hier eine Kiste. Der hat hier eine Kiste geschleppt, der Köter. Was denn das für einer, ey? Kistenschlepperhund. Naja, ich töte dich trotzdem. Auch wenn du ja anscheinend ein lieber Junge bist. Komm her, guter Kläffer, böser Kläffer. Oh, jetzt hat er mich doch noch getötet. Jetzt muss ich den hier wieder killen. Nein. Tot. Ja, er ist tot. Boah. Diese Scheißhunde. Los. Stirb. 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 Und stirb. So. Ey, das Spiel ist ja gar nicht mehr so gruselig, wenn man die Hunde töten kann. Naja, das nimmt mir ja auch irgendwie die Angst vor diesen Scheißbiestern. Gucken wir uns jetzt hier mal um. Hier scheint nichts drin zu sein. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist auch nichts. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Weg nach links hier. Was ist hier? Nein, auch nichts Besonderes.
Ja, müssen wir wohl hier hin. Doch die Tür hier. Jetzt sind wir in den Eisenminen, wie es aussieht. Dieser Bereich muss ein Zugangspunkt sein, über den man tiefer in die Mine gelangt. Ja, sieht danach aus. Und hier kann man sogar speichern. Wusch. Aus der Tür schießt etwas Großes, Schreckliches. Es greift den Mann an, stößt ihn zu Boden. Die Umherstehenden verschwinden in der Dunkelheit. Schreie ertönen. Vater, bist du dafür verantwortlich? Vater, was hast du nur getan? Jedes Mal, wenn ich eines dieser Dinge benutze, fühlt es sich an, als ob sich das Artefakt mit Besuchern füllt. Ein regelrechtes Gedränge dort im Innern. Seltsam, irgendwie kommen mir die Besucher vertraut vor. Das scheint ja relativ heftig zu sein. Ja, dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Haben ja immerhin noch gute 4 Minuten, denke ich mal. Hier muss die Kontrollstation für das gelbe Monster sein. Okay. Na, wenn das mal keine Höllenmaschine ist. Die Stahlzähne an der Front sehen verdammt scharf aus. Irgendwie macht das Ding einen äußerst grimmigen Eindruck. Ja, schon. Ich denke mal, die Maschine hier müssen wir mit Benzin füllen. Und jetzt lagt es schon wieder so übelst böse. Na los, wähl das Benzin aus. Moment, wo muss ich das überhaupt einfüllen? Kann ich das hier oben kaputt hauen? Nein. Okay, wie fülle ich das jetzt rein in die Maschine? Benzin. Der Deckel des Kanisters ist total zugerostet. Ich muss ihn irgendwie aufbekommen, oder es sitzt hier unten noch eine lange Zeit fest. Der Deckel des Kanisters ist total zugerostet. Wie mache ich das los? Nein. Was könnte mich dazu, dass dies zusammengehören könnte, ja. Sollte wirklich genauer nachdenken. Ja, wie mache ich das denn jetzt nur? Hat keinen Strom? Nichts passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Konsole Strom bekommt. Hier vielleicht? Nein. Kriege ich das nicht irgendwie so auf? Nee. Na, super. Moment, was ist das? So, und jetzt? Die Konstellation hat keinen Strom. Moment, wo geht denn das Kabel hier hin? Das muss ich schon auch noch hier irgendwie. Moment, hier. So, jetzt hat sie Strom. Die Maschine will sich nicht, stimmt nicht mit ihr. Okay, es fehlt Benzin. Das ist ja logisch. Das hat Red uns ja gesagt. Auf jeden Fall ist mal hier wieder etwas Licht hier. Das ist schon mal positiv. Nur wie zum Geier krieg ich die hier jetzt auf oder offen? Der Deckel des Kanisters ist total zugerostet. Ja, super, super toll. Wie krieg ich das denn jetzt auf? Wie mache ich das? Mann, oh Mann, aber echt mal. Transformator. Kontrollpult. Ja, okay. Ohne Benzin geht es natürlich nicht weiter hier. Oh Gott. Wieder so eine Armeekiste. Naja, ich sag mal, wir speichern jetzt hier ab und machen uns im nächsten Part auf die Suche nach den benötigten Materialien, würde ich mal sagen. Also, bis dann Leute, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra Ouvertüre, das Horrorspiel in dieser dunklen, düsteren, mit Wachhunden überfüllten bösen Mine. Bis dann, ciao!